Gloves, wir brauchen Gloves. Na, 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 na. Und so zerbröselt der Keks nun mal. It's your boy, Skinny P. Willkommen zum heutigen CSGO Case Opening. Ihr habt euch wieder eins gewünscht und hier ist es. Skin Baron hat wieder einiges ausgepackt. Wir haben hier 30 oder 29 Keys und natürlich auch die dementsprechenden Kisten, hoffe ich doch. An der Stelle natürlich ein riesen Dankeschön an Skin Baron. Vielen, vielen Dank an euch für diese ultra krasse Unterstützung. Auf Skin Baron kann man, für die, die es nicht wissen, seine Skins für echt Geld verkaufen und Skins auch kaufen. Das heißt, wenn ihr Skins habt, wie zum Beispiel die hier, die habe ich nämlich extra bekommen als Spende, die ich dann praktisch verkaufen werde, also wirklich speziell für ein Spendenziel, habe ich die zwei hier geschenkt bekommen. Die stelle ich dann auf Skin Baron und die beiden werden dann auf Skin Baron von einem echten Menschen gekauft und ich bekomme dann das Geld über die Seite. Das kann ich mir entweder auf PayPal gutschreiben lassen oder auf mein Bankkonto. Das heißt, ich habe das Geld, das ich in dem Steam-Account habe, kann ich einfach umwandeln in Echtgeld und habe es dann in der Hand und kann mir dann davon was Tolles kaufen. Fangen wir an, meine Damen und Herren. Huhu. Wir machen jetzt mal direkt so ein Revolver-Ding auf. Was ist da eigentlich nochmal drin in so einem Revolver-Case? Ah, die Imperial. Ah. Ich würde sagen, wir starten heute ausnahmsweise mal andersrum. Also nehmen wir jetzt mal direkt den goldenen Item anstatt die blauen und dann arbeiten wir uns langsam runter. Ne? Los geht's. Weißt du, wie es ist? Man muss sich auch direkt festlegen, wie man gewinnen will. Und ich dachte mir, komm, goldenes Fuck. Ne Ricochet. Ja, die ist schön. Das Goldene, ja. Ich wollte sagen, wir fangen mit einem blauen an und nehmen dann direkt das goldene Item. Meinst du, ich zieh's schon mal hier. Warte, man konnte das doch früher da hochziehen. Das ist ja Schweinerei, ist das. Ja, gut. Es fängt ja schon mal gar nicht so übel an. So eine Tiger Moth ist ja mal lecker. Ich glaube, bei meinem Top 10 Video zu dieser Waffe ist der Skin ziemlich weit oben, die Tiger Moth. Von der sogenannten Tiger Motte. Oh, 60 Cent ist die wert. Was will man mehr? Wir haben noch ganz viele falsche Kisten. Da machen wir jetzt mal direkt eine auf. Was ist da drin nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Aha. Mhm. Ah, die Hyper Beast. Sehr schön. Aber jetzt kann man doch schon mal hier so ein Knife nehmen. Ne? Guck mal, hier einfach da hoch. Und jetzt... Da kommt's schon. Fuck, was ist immerhin eine Stat-Track? Immerhin eine Stat-Track, wo man ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Ach, dann auch noch Riot. Wunderschön. Ach, wunderschön. Ihr wisst, der Giveaway-Zeit ist bald wieder am Anmarsch. Aber wisst ihr was? Mir fällt ein, ich habe gar keinen Kapschul-Pool-Ding. Oder habe ich hier eine? Habe ich so eine Ding? Ah, jo, ich habe eine. Habe ich nicht gewusst, dass ich einen Container habe. Easy peasy. Lemon squeezy. Wie geil. Ey, geil. Das ist ja richtig cool, Mann. Easy peasy, lemon squeezy. Fucking sick. Aber okay, weiter im Text. Gamma 2 Kiste, habt ihr gesagt, ne? Wir nehmen natürlich die letzte. 102 Items, what the fuck? Was ist da? Oh, eine Weasel. Und eine Sünder. Komm, ziehen wir mal. Aber nee, Rare Special Item ist jetzt schon in Ordnung. Ich zieh's jetzt von hinten rein. Achtung, da kommt's. Mhm. Naja. Ist jetzt nicht so prickelnd, aber was soll's. Wisst ihr, welche Kiste ich als nächstes vorschlage? Ganz klar, Spektrum. Ein Spektrum. Natürlich die hier. Die hat mich angelacht. Neo Noir kann gerne mal mit eingepackt werden. Aber so ein Rest. Ah, wisst ihr was? Umgedrehte Psychologie. Ich hätte gerne das Schlechteste. Die Jungle Slipstrip. Ah, oh, fuck. Hat ja super geklappt, ne? Jetzt ziehen wir mal Dinger hier, ne? Ich habe noch nie Gloves gezogen und auch noch nie ein Knife gezogen. Ich glaube, alle anderen Skins, die in den Kisten vorhanden sind, hatte ich schon mal gezogen. Beziehungsweise habe sie halt in meinem Inventar. Aber also Gloves und Knives habe ich ja auch. Ich weiß, aber ich will sie auch mal ziehen. No? Aha. Ja, gut. Immerhin eine Galil Black Sand. Schön. Ja. Was soll ich sagen? Das Gefühl, so eine Black Sand zu bekommen, ist natürlich... They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Verkackt, Kiste, kommt schon. Ihr habt jetzt was Nettes für den kleinen Vati hier, oder? Eine Rocket Pop. Nee, eine Ranger. Wir nehmen die schlechteste. Wenn die wollen, eine Ranger. Und so zerbröselt der Keks nun mal. Die ist schon ziemlich krass, oder? Also mir gefällt's. Aber das geht noch besser, oder? Und darum werden wir uns jetzt hier mal diesen zwei einzigen Hydra-Kisten widmen. Ja? So. Jetzt passt mal auf. Also ich könnte meinen Bart zurechtzwirbeln. Das ist der Glücksbart, ne? Los geht's. Ich könnte meine Augen schließen. Ich mach's jetzt auch einfach mal. Denn jetzt kommen die Ultra... Ich höre das wieder. Ich höre wieder, was kommt. Achtung. Aha. Aha. Oh! Was Schlechtes. Ah! Gloves, wir brauchen Gloves. Na, 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 na. Gloves, wir brauchen Gloves. Na, 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 na. Köschen. Wo sind die Gloves? Eine Polymer, naja. Naja, die habe ich echt schon x-mal rausgegeben. Die ist gar nicht so übel. Also ich finde, sie sieht ziemlich schick aus. Aber es ist halt kein Glove. Fakakiste, bitte. Tu es. Achtung, ich wähle eine aus. Die wird sein. Ich weiß nicht, welche es war, aber es ist bestimmt eine gute. Ich höre wieder nach dem Gehör. Na? Kurz abwarten.
So. Aha. Die ist ja kaputt. Battle Scared. Nun ja. Revolver Case. Auf. So eine Retribution ist auch ziemlich nah. Okay, ein Crimson Web. Kann man auch schon mal gut verschenken, ne? So ein Crimson Web ist auf jeden Fall eine nette Sache. Aber mein Lieblingsskin ist jetzt nicht. Aber hopp, komm, es muss doch irgendwas. Also können wir heute bitte über Purple kommen? Hallo? Ich glaube, wir hatten auch schon ein Case-Opening, bei dem wir nur Blue Skins bekommen haben. Das heißt, es läuft hier schon gar nicht so unglaublich schlecht, aber es kann auch deutlich besser laufen, ne? So eine Emerald Poison Dart? Ne. Aber so ein Xylophon. Ich sage euch ganz ehrlich, Leute. Das gibt jetzt hier aus der Gamma 2 Case. Gibt es einen Gewinn? Ein Gewinn. Okay? Achtung. Ich sag euch ganz im Ernst, Leute, jetzt kommt der Gewinn. Macht euch bereit. Krempelt schon mal die Ärmel hoch, ne? Da ist er. Ah! Naja, eine Elite-Bild immerhin. In FN! Och Gott, Shay. Es ist nicht mehr viel übrig. Komm, mach mal Glove auf hier. Zack. Was soll's? Gloverino, Bambino. Komm ran. Komm an meine Brust, Glove. Ist sie auch FN? Ah ja, Minimalware, okay. Naja, Scheißdreck. Es wird jetzt sowas von enorm, irgendwas von hier unten kommen. Irgendwas von hier unten. Noch eine Makabre. Aha. Ich glaube, ich sollte niemals im Leben Lotto spielen. Gut, ich habe es aufgegeben. Innerlich bin ich eigentlich schon tot. Ich denke, es kommt nur noch Blue-Kram. Wir gucken einfach mal. Ja. War zu erwarten. Ne, ein Conchain. Damit hat die ganze Misere ja angefangen. Und jetzt wird sie dadurch beendet. Jetzt, Leute, jetzt hagelt's. Ach Gott, was hole ich mir von dem ganzen Gewinn? Ich weiß es nicht. Ferrari? Keine Ahnung. Wird wohl eher ein Punto, ne? Ja, immerhin sieht die sehr geil aus, ne? Ich glaube, die hatte ich in der Top 10 zur PB Bison auch gar nicht mal so weit unten. Die ist ziemlich cool. Ich glaube, die werde ich sogar aktiv spielen und dann irgendwann verschenken. Das ist ein geiles Ding. Komm, machen wir da direkt rein hier. Denk dran, das ist der zweite Account. Zack. Das neue Zeitalter der guten Skins ist eingeläutet, ne? Weil die Ricochet das alte beendet hat. Das heißt, hier kommt jetzt auch wieder was Gutes raus und so weiter und so fort. Wir werden ab jetzt nicht mehr unter Purple fallen. Show me that shit, B. Wobei die Capillaria eigentlich auch Purple ist. Wissen viele gar nicht, aber das ist auch ein Purple-Skin. Aber jetzt, wie gesagt, only Purple. Es wird so richtig geil. Ich freue mich schon, ich freue mich schon. So, gut, klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Logischerweise only Purple. Alles unter Purple wird jetzt nicht mehr kommen. Das schneide ich einfach raus. Ha, boost me, Podeplay, boost me. Das hier wird auch zack, zack, weggeschnippelt. Oh, Podeplay, Podeplay, komm her, Pod. Was, da war eine... Was ist denn das für ein kaputtes, abgefucktes Ding? Wer schiebt sich die Skins davor in den Arsch? Was passiert hier? So, jetzt ist aber mal Schluss. Ja? Mit dem schlechten Schotter, jetzt kommt mal so eine Dezimator, kommt da mal locker reingehasselt. Nahana, Koben, Star Trek. Komm, jetzt raste hier mal richtig aus. Ein Kniff, der wird doch mal drin sein. Wisst ihr, ich habe noch nie ein Knife gezogen, noch nie. Ich habe noch nicht mal eins gesehen. Ich will es wenigstens mal sehen, komm schon, husch vorbei. Ne Sarah. Ach so, eine Cyrex kann man sich schon mal einverleiben, oder? Das geht. Komm, die geht voll klar, die geht klar, auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, Only Purple ab jetzt. So, zwei haben wir noch. Links oder rechts? Links, okay. Ich schließe nochmal meine Äuglein, ne? Achtung, da sind sie verschlossen. Komm schon, bitte. Ach fuck, jetzt sehe ich ja gar nicht, wenn was gelb ist. Vielleicht habe ich schon ganz oft gelb verpasst, weil ich die Augen zu hatte. Oh, eine Triarch. Wie gesagt, only Purple. Bis jetzt sind schon einige Schätzchen dabei. Aber jetzt kommt die Bombe. Jetzt kommt die Bombe. Lehnt euch zurück und genießt die Show. Hab ich's nicht gesagt, dass jetzt eine Point in Minimum wäre. Es hat sich doch gelohnt. Das war doch jetzt mal eine nette, oder? Zum Schluss nochmal schön einen rausgepfeffert. Blub. So, was haben wir jetzt hier zusammengerechnet? 30 Cent, 50 Cent, Scheißdreck, 1000 Euro, 4000 Euro, 30.000 Euro. Werden wir so plus minus bei 30 Euro liegen. Macht 20 draus. Vielen, vielen Dank an Skin Baron für diese ultramäßige Unterstützung. Leute, freut euch auf Giveaways und auf Jabumble ohne Ende. Kommt in die Livestreams jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Ich glaube, dieses Video kommt auch an einem Freitag. Also heute Abend, 22 Uhr. Na? Wisst ihr Bescheid? Gut. Natürlich freue ich mich über Likes, Kommentare, Abonnieren, filetieren, pauschalisieren und so weiter. Haut ordentlich rein, hier kommt der Abspann.